Heute wieder ein Thema, mit dem ich mich gerne befasse, ist Corona und Lockdown und wie sich das auf unsere Kinder und Jugendlichen ausgewirkt hat. Und heute in unserem genauen Gespräch werden wir sehen, dass wir da noch lange nicht fertig sind. Die Nachwehen werden noch immer kommen und es wird sich noch immer mehr zuspitzen. Meine Diskussionspartner sind heute Susanna Oehlinger, die Bundesschulsprecherin, und Frau Professor Dr. Martina Leibovici-Mühlberger. Sie ist Psychotherapeutin und Soziologin und die haben uns einige Facts zu erzählen, die fast ein bisschen erschütternd sind. Also ich sage trotzdem viel Spaß beim Zusehen. Ich sage willkommen zu einer neuen Folge der Tamara Fellner Show. Und wer mich halt schon besser kennt, der weiß, Kinder und Jugendliche sind ein sehr großes Anliegen für mich. Ich bin leidenschaftliche Mama und die Kinder und Jugendlichen, die Zukunft und von uns eigentlich, die sind mir einfach sehr wichtig. Und obwohl mir eigentlich dieses Thema Corona schon sehr irgendwie aus dem Hals raushängt, ist es trotzdem noch wichtig in Bezug zu Kindern. Und Jugendlichen sollte das unbedingt weiter thematisiert werden, weil die sind die großen Verlierer in meinen Augen dieser Pandemie. Genau. Wurden überhaupt nicht beobachtet oder beachtet und noch immer nicht. Und da ist jetzt, glaube ich, ein Riesenproblem und auch es wird an der Zeit, dass da irgendwie was gemacht wird. Ich möchte dich nur mal kurz vorstellen, oder Martina? Magst du dich mal kurz vorstellen? Ich soll mich vorstellen. Ja, damit die Leute ein bisschen wissen. Also, ich bin die Martina Leibovici-Mühlberger. Ich bin im Grundberuf Ärztin, praktische Ärztin und Gynäkologin, aber auch Psychotherapeutin, habe ein Institut, die AG Erziehungsberatung, vor 20 Jahren gegründet, weil eben dieses Thema von Kind, Jugend und Erziehung mich als vierfache Mutter besonders natürlich berührt hat. Und habe versucht, einerseits psychosoziale Beratung, um bereits niederschwellig ansetzen zu können, zu installieren, hier Ausbildungen zu schaffen. Das hat sehr gut funktioniert. 80% unserer Ausbildungskandidaten sind Pädagogen. Das muss man sagen. Das sind die engagierten Pädagogen. Und denen muss man meines Erachtens wirklich Rosen streuen. Das sind jene, die als Backspin, ja, wirklich als Wirbelsäule der Gesellschaft die Schule tragen und unsere Zukunft tragen, das muss man sagen, das ist kein Halbtagsjob. Und die setzen sich dann noch hin und machen 5 Semester lang eine Ausbildung bei uns, ja, um eben psychosoziale Beratung zu beherrschen, um für ihre Schüler nicht nur in ihrem Fach da sein zu können, sondern ihre Entwicklung als Menschen weiter betreuen und zu können. Und das war mein Anliegen. Und das mache ich. Und in dem Zusammenhang bin ich dann halt in viele Themen gestolpert, möchte ich fast sagen. Einerseits in die Working Group of the Quality of Childhood im EU-Parlament, andererseits in die Botin-Stiftung, wo ich 5 Jahre lang in einer global besetzten Schulentwickler-Arbeitsgruppe mitarbeiten durfte. Und darum ist das Thema für mich einfach hochberührend und es ist hochbrisant. Ja. Genau das. Wir dürfen die Kinder und Jugendlichen um Gottes Willen nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du so engagiert bist. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und dann auch gleich in dem Zug danke an alle Pädagogen, die sich da so einsetzen und über diesen Tellerrand hinausschauen, was ihr Beruf ist und sich wirklich für unsere Kinder auch annehmen. Weil unsere Kinder sind doch sehr lange Zeit immer mit Pädagogen zusammen in der Schule und das ist dann sehr schön, wenn es dann solche engagierten Leute gibt. Susanne, erzähl von dir. Ja, mein Name ist Susanna Oehlinger. Ich bin diesjährige Bundesschulsprecherin, somit gewählte Vertreterin, gesetzlich verankerte aller 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich. Und unsere Aufgabe bzw. meine Aufgabe ist es, dass ich die Interessen und Anliegen von Schülerinnen und Schülern gegenüber der Politik und auch die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger vertritt. Und psychische Gesundheit ist derzeit super präsent, ist generell eine super wichtige Thematik. Und durch die Covid-19-Pandemie sind wir Jugendliche und auch die Kinder einfach betroffen davon. Und dementsprechend ist es auch von mir und von der Bundesschülerinnenvertretung ein Anliegen, diese Thematik zu thematisieren, enttabuisieren und vor allem auch ein Angebot für Schülerinnen und Schüler zu schaffen,
der seiner Hilfe gibt. Ja. Das ist einfach derzeit leider nicht wirklich vorhanden, beziehungsweise auch vor allem nicht niederschwellig. Es braucht diese Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler wissen, wo kann ich hingehen, wenn es mir schlecht geht. Und vor allem, dass ihnen das Gefühl genommen wird, dass man mit seinen Sorgen und Ängsten alleine ist. Also das ist ganz, ganz präsent derzeit. Ja. Ja. Kommen da viele Schüler auf dich zu und wirklich mit diesem Thema, mit dieser Thematik, dass sie sagen, ja, fühlen sich nicht verstanden von anderen und kommen dann eben zu dir? Ist das sehr jetzt da der Fall? Oder? Unsere Arbeit beruht darauf, dass wir mit Schülerinnen und Schülern reden. Und natürlich sind wir da ganz, ganz viel im Austausch. Es gibt ja in jedem Bundesland eine Landesschülerinnenvertretung, die direkt im Bundesland sind. Mhm. Und da kriegt man einfach die Stimmung mit, dass Schülerinnen und Schüler betroffen sind. Einfach, wenn man 1,5 Jahre in einem Lockdown ist, kaum soziale Kontakte hat, Online-Unterricht, Schichtbetrieb, teilweise nur die Hälfte von der Klasse sieht, das hinterlässt einfach bei jeder und jedem individuell Spuren. Das kann man nicht leugnen. Und ich habe es selbst bei mir in der Klasse gesehen, ich habe es bei mir im Freundeskreis gesehen. Jeder geht anders damit um, aber nur weil es nach außen scheint, das geht eben gut, hast du es nicht, dass es wirklich so ist. Ja. Und da waren ja wieder wirklich die Schüler sehr, oder die jugendlichen Kinder, Schüler, doppelt oder dreifach fast betroffen. Und in dem Alter ist es ja auch, das Soziale ist so wichtig. Also für sie war eigentlich dieses Wissens, diese Wissensgap, die hier entstanden ist, die ja auch da ist. Und ich glaube, da sind sich auch viele bewusst, dass sie einfach nicht auf den Stand sein, die sie sein sollten, wenn jetzt dann die Matura naht oder was auch immer. Und dann eben auch dieses Soziale, was so wichtig ist. Es sind genau, so wichtige das ist es, was du da aufgreifst, das Soziale. Das ist ja das große Thema im Heranwachsenden, in der Pubertät, die dazugewinnen Autonomie. Ja. Nicht? Und das ist der große Auftrag der Pubertät. Ja. Werde autonom. Du sollst jetzt ein junger Erwachsener sein und werden. Und das muss ich ja lernen können. Und diese Autonomie ist einerseits eine räumliche Autonomie. Das heißt, ich bewege mich selbstverwaltet, zunehmend selbstverwaltet, Stichwort Ausgezeiten, in meinem Umfeld. Ja. Und das haben wir ihnen genommen. Wir haben die Jugendlichen als allererste und am allerlängsten eingesperrt in die Kinderzimmer. Ja. Wir haben sie sozusagen wieder zu Kindern gemacht und da hineingesperrt. Ja. Nicht? Und das Zweite ist ja natürlich die Gruppendynamik. Mhm. Ich muss jetzt üben, wie ich mich bewege, wie ich wirke, wie ich in der Geschlechtergruppe der Rivalität, aber auch in meiner Wirkung aufs andere Geschlecht bin, wann ich führe, wann ich zurückstehe, wann ich die Führung abgebe, ja, wie ich Verbündete finde. All das sind soziale Prozesse, die man üben können muss, um einmal ein selbstbewusster junger Mensch zu sein. Und das haben wir ihnen auch genommen. Also da kann man nicht sagen, dass 1,5 Jahre Trainingszeit, ja, gerechnet auf ein paar Jahre, bis ich das können muss, keine Auswirkungen haben. Also ich glaube, das liegt so auf der Hand, ja, dass man hier sehen muss, da kann man nicht einfach drüber gehen und sagen, so, jetzt machen wir wieder Business like usual, ihr habt einen schönen Sommer gehabt, jetzt sitzt ihr wieder in der Schule und jetzt seid bitte voll zentriert und wir vergessen das Ganze. Ja, und man hat aber das Gefühl ein bisschen, dass es so ist, dass es geleugnet wird. Auf jeden Fall. Also ich sehe selbst im Bekannten- und Familienkreis, also die Kinder sind wirklich sehr eigenbrötlerisch geworden, wer, wie du gesagt hast, ins Kinderzimmer wieder eingesperrt worden, gerade in der Zeit, wo man sich wirklich entfalten will und einmal sich selbst kennenlernen will. Das ist ja irgendwie... Wir haben Essstörungszuwachs, wir haben Sozialphobien. Ich habe jetzt in der Praxis, in der psychotherapeutischen Praxis, junge Menschen, die den Weg zurück in die Klasse nicht mehr finden, weil sie zu lange eingesperrt und isoliert waren. Die haben Ängste, die haben Überfremdungsgefühle, wenn sie im Pausenraum sich bewegen, weil da auf einmal so viele Menschen sind. Die haben reale Ängste, wir haben Zuwachs von Ängsten. Also das ist alles etwas, was man nicht unter den Teppich kehren kann. Ich muss ehrlich zugeben, ich als Erwachsener habe das. Also jetzt, wenn ich wieder in großen Mengen bin, ich fühle mich absolut nicht wohl. Und ich muss mir denken, also bei jemandem, der gerade so in der Entwicklung bei allem ist, muss das ja noch schlimmer, das muss so intensiver sein. Genau. Dieses Überfremdungsgefühl, das jetzt da auftritt bei den jungen Menschen. Und man stigmatisiert das aber, man treibt sie damit in den Untergrund, indem man sagt, na, wir machen jetzt Business as usual. Und wer jetzt nicht sozusagen wieder keep smiling und alles ist super und cool, ja, und chillig ist, na, der hat irgendwo einen Defekt. Ja. Das heißt, wir machen es den jungen Menschen, und das sind viele, schwer. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Es braucht Niederschwelligkeit.
Ja, es würde wesentlich sein, dass man im großen sozialen Raum der Schule dieses Thema, wie geht's uns und wie verarbeiten wir dieses Trauma Corona, ja, dass wir das aufgreifen und begleiten. Jetzt nicht unbedingt nur psychotherapeutisch. Ja. Die Therapie ist doch dem manifesten Zustand einer Erkrankung oder eines Leidens vorbehalten. Aber es kränkeln viele daran. Ja. Viele haben da noch Schwierigkeiten. Und das gehört einfach thematisiert und psychosozial begleitet. Wie ist da die Situation in der Schule? Sind das so die Themen, mit denen du auch konfrontiert bist, die wir da gerade aufgreifen? Ist da wirklich die Schüler... Ja, also grundsätzlich, es ist eher das, was ich vorher schon gesagt habe, es braucht diese Niederschwelligkeit. Mhm. Einfach, natürlich, es gibt Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, aber wenn es einer Schülerin oder einer Schüler schlecht geht, fehlt oft das, wo gehe ich hin, wo ist eine Anlaufstelle, wem sage ich überhaupt, dass es mir nicht gut geht, einfach auch, weil oft das Verständnis dafür fehlt. Es wird oft niedergeredet mit, ja, jeder hat einmal einen schlechten Tag, es ist normal, dass man von der Schularbeit gestresst ist. Aber man weiß ja definitiv, dass psychische Gesundheit ernst zu nehmen ist. Es fehlt einfach komplett dieses Verständnis, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie physische Gesundheit. Es gibt psychische Erkrankungen und Kinder und Jugendliche, welche an denen leiden, müssen ernst genommen werden. Alleine diese Belastung, dass man nicht gehört wird, dass man das Gefühl hat, man muss sich dafür entschuldigen, ist ganz, ganz schlimm. Und mir persönlich ist super wichtig, dass man einfach sagt, okay, man bringt diese Niederschwelligkeit an die Schule, damit Schülerinnen und Schüler, egal ob es jetzt in der Oberstufe, Unterstufe oder teilweise sogar im Volksschulbereich ist, wissen, an wen oder an was kann ich mich wenden, wenn es mir nicht gut geht. Und da kann man halt in der Schule wirklich ansetzen. Jedes Kind und jeder Jugendliche geht im Normalfall jeden Tag in die Schule. Und somit erreichst du da halt auch die meisten. Und wo kann man das besser behandeln als im Klassenraum, wo Gleichaltrige vorhanden sind, wo man miteinander drüber reden kann. Es ist einfach derzeit nur ein unglaubliches Tabuthema. Es wird nicht drüber geredet. Wir kommen da gleich wieder zurück. Wir gehen da ganz kurz in die Pause. So, wir sind wieder zurück. Und ich komme jetzt gleich zurück auf dich, Susanne. Und wirklich jetzt einmal, weil du bist ja wirklich mitten im Geschehen. Wie schaut es wirklich gerade in der Schule aus bei den Schülern? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Schüler wäre, die Motivation überhaupt in die Schule zu gehen, weiß ich nicht, ob ich die hätte, weil du weißt nie, wird wieder zugesperrt, brauche ich jetzt PCR-Tests, diese anderen Tests, ist da jetzt, muss ich impfen irgendwann? Es ist irgendwie so, alles steht in den Sternen. Wir als Erwachsene kennen uns ja nicht einmal wirklich aus. Wie sollen sich unsere Kinder auskennen? Wie ist da die Stimmung überhaupt? Ja. Ist das Lernen überhaupt noch im Mittelpunkt? Ganz ehrlich. Also natürlich ist gerade zusammen mit Schulanfang wieder gewisse Unsicherheit gewesen, wie... Vor allem in die Sommerferien, wie wird der Schulstart? Kann ich wieder mit meinen ganzen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden im Unterricht sitzen? Ist teils wieder Distance Learning, aber was auf jeden Fall da war, war das Verlangen nach Präsenzunterricht. Einfach, weil man seine Freundinnen und Freunde wieder sieht, wenn man mit der Lehrperson interagieren kann. Das ist ja was anderes, ob die Lehrperson über einen Laptop zu dir redet und dir was erklärt oder ob sie zum Platz kommen kann und dir direkt am Platz was erklären kann, auf einem Zettel beispielsweise. Und einfach diese sozialen Umfelder. Für Kinder und Jugendliche war das halt auch ein Schock, dass sie von einem Tag auf den anderen zu Hause waren. Ja. Nicht jeder hat das ideale Umfeld daheim. Manche haben halt auch nicht die das Lernumfeld, was man braucht. Ja. Kinder und Jugendliche müssen sich teilweise mit anderen Geschwistern den Raum teilen oder auch den Laptop oder das Tablet. Ja. Und das Gegenbeispiel dazu ist zum Beispiel auch ein Einzelkind. Wenn du dann auf einmal alleine daheim bist, wenn die Eltern beispielsweise beide arbeiten und du keine Geschwister hast, mit denen du dich beschäftigen kannst. Mhm. Es kann halt in beide Extreme gehen und wir waren das nicht gewohnt. Das war von einem Tag auf den anderen. Ich habe selbst zwei Geschwister und das war ein Grund, dass wir auf einmal alle drei zu Hause waren, was davor das letzte Mal war, wie wir alle im Kindergarten waren. Also einfach eine ganz neue Situation und man geht auch nicht umsonst in die Schule. Schule bietet ein Lernumfeld. Es gibt Klassenräume, die ein Lernklima erzeugen. Ja. Und man kann nicht gleich lernen zu Hause wie in der Schule. Und da war schon das Verlangen wieder da. Habe ich auch bei mir selbst gemerkt, ich habe mich letztes Jahr in die Lockdown-Phasen jedes Mal gefreut, wenn ich gehört habe, dass ich nur wieder zurück in den Schichtbetrieb kann. Ich habe mir gedacht, okay, ich sehe wieder wen. Es war ja ungewohnt, dass ich zurückkomme und wirklich wieder auf einmal mit ca. 10 Menschen in der Klasse sitze. Man hat ja keinen gesehen.
Und natürlich gerade bei den Volksschulkindern, wir haben vorher kurz darüber geredet, dieses Sozialisieren in ein soziales Umfeld einleben, gemeinsam interagieren, beispielsweise war Dinge wie diskutieren, Meinungsverschiedenheiten. Kinder lernen das im jungen Alter, das lernen sie in der Schule. Und wenn dieses Umfeld auf einmal nicht mehr gegeben ist, fehlt einfach ein Entwicklungsprozess. Allein in der Pflichtschulzeit, also das sind die 9 Jahre von der Volksschule bis zum 9. Pflichtschuljahr, befinden wir Kinder und Jugendliche uns in einer unglaublichen Entwicklungsphase. Das geht vom ersten Streit mit einer Freundin oder Freundin bis hin, wie reagiere ich überhaupt, wenn ich schlechte Noten schreibe im Klassenraum. Also, ganz viel von dieser sozialen Entwicklung findet im Klassenraum statt. Und wenn da auf einmal 1,5 Jahre fehlen und dann kommen wieder alle zurück, ist da natürlich eine gewisse Lücke. Und man muss jetzt schauen, wie gehe ich mit dieser Lücke um. Wie tue ich die Kinder wieder zusammen sozialisieren, dass ich eine Klassengemeinschaft habe, dass da nicht Ausgrenzungen stattfinden. Und da muss man auf jeden Fall schauen, wie geht man damit um und wie macht man weiter. Kann man das überhaupt irgendwie auffangen? Also ich glaube, die Susanne hat das jetzt wirklich so am Puls des Geschehens stehend, aus der Perspektive des Schülers, des Betroffenen formuliert, das, was wir als Gesellschaft nicht sehen, nämlich, dass Schule nicht einfach Akademisierungsanstalt ist, wo man halt lesen, schreiben, rechnen und ich weiß nicht was dann später noch alles lernt, sondern dass die Schule die große psychosoziale Drehscheibe geworden ist für unsere Entwicklung als Kinder. Das heißt, das Soziale, hast du gesagt, lernen wir dort. Und ich würde das noch anschärfen und anspitzen. Das Soziale lernen wir fast nur mehr dort. Ja. Wenn wir uns die historische Entwicklung anschauen, vor 100 Jahren hat man 4, 5 Geschwister gehabt. Und das Leben hat sich auf der Straße vielfach für die Kinder abgespielt. Ja. Da konnte man sagen, okay, wir haben 4 Stunden Schule und dort muss man lernen. Aber das ganze soziale Miteinander hat man zu Hause gelernt, sich gerieben und mit den Nachbarskindern und auf der Straße. Ich bin sogar noch zum großen Teil auf der Straße mit meiner Bande aufgewachsen und habe das so lernen können. Aber heute haben wir 1,37 Kinder im Durchschnitt. Oder manchmal bringen wir es halt gerade über die 1,4 Marke in manchen Jahren. Jetzt sage ich ganz salopp, na spiel einmal zu Hause mit 0,4 Bruder oder Schwester, Halma oder Versteckerl. Wenn du jetzt nicht gerade ein psychotisches Kind bist, ist das ja wirklich eine unergiebige Sache. Du lernst also als junger Mensch, als heranwachsendes Kind, all diese sozialen Umgangsmodi nur mehr in der Schule. Und das wird meines Erachtens nicht wahrgenommen und nicht entsprechend betreut. Und gerade jetzt in Corona wird es deutlich, dass Schule viel mehr ist als Akademisierung, viel mehr als Lernen bedeutet. Und da fehlt mir das Bewusstsein und da fehlen mir vor allem, weil wir reden davon, es müsste geben, niederschwellig, es müsste das geben. Ja, da muss man jetzt sagen, ist fein, wer zahlt's? Und dafür brauchen wir ein Bewusstsein, wie wichtig es ist. Ja, ich war schon zu dem Thema Klinkenputzen, eine Landeshauptfrau, die hat das verstanden. Ja, als Einzige, dass hier einfach etwas zu tun ist. Aber im Budget sind die Mittel noch nicht allokiert. Ja, und da brauchen wir wirklich Mittel, wenn wir das umsetzen wollen. Wir können nicht einfach dann wieder zu den Pädagogen sagen, na, das machst du jetzt auch noch nebenbei. Ja? Also war ein bisschen schwierig für die Kinder, jetzt strengst du dich halt ein bisschen an und machst ein bisschen weniger Deutsch, 2, 3 Stunden und redst halt ein bisschen mit den Kindern, wie es ihnen geht. Und dann machen wir einen Hackerl drunter. Nein, das muss ein aufgesetzter Prozess sein. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen in ihren Bedürfnissen endlich ernst nehmen. Und ich glaube, wie ich dir jetzt dazu höre, wird sich ja die Situation fast noch zuspitzen. Weil, sind wir jetzt ganz ehrlich, wie du schon angesprochen hast, oh, jetzt war der Sommer ganz lustig und alles und jetzt gehen wir wieder zurück in die Schule. Aber auch Kinder haben Gefühle, haben Frustration aufgebaut oder Frust aufgebaut, so, jetzt habe ich es richtig, den sie jetzt mit in die Schule wieder nehmen. Und diese ganzen sozialen Interaktionen, die eigentlich freundschaftlich oder so, werden vielleicht auch oft dann ins Negative, weil jemand den Frust mitbringt, den er vielleicht zu Hause jetzt 1,5 Jahre hatte, ihn da vielleicht auch nicht rauslassen konnte und jetzt wieder in der Schule rauslässt, wo dann wahrscheinlich auch Mobbing oder was auch immer dann ein größeres Thema wird, oder? Ich glaube, ich bin jetzt, will jetzt nicht negativ sein, aber irgendwie wird sich das noch in sehr noch überkippen, anspitzen, oder? Ja, ich glaube schon, ja, oder? Ja, und Kinder, also
mit Emotionen umgehen lernen, wie drücke ich meine Emotionen aus oder auch, wie gehe ich mit Emotionen von anderen um. Das ist ja auch ein sozialer Prozess. Kinder und Jugendliche lernen halt aufnehmen, wie drücke ich meine Emotionen aus. Es ist ja okay, dass man mal traurig ist, dass man vielleicht bei was einmal Wut empfindet. Das Wichtige ist, wie kommuniziere ich es nach außen, wie gehe ich damit um. Beispielsweise, wenn ich wütend bin, so spreche ich das an und schlage nicht einfach wie ein pauschal gesagt. Aber also einfach diese ganz normalen sozialen Interaktionen, die für viele oftmals Hausverstand ist, unter Anführungszeichen. Aber wieso ist denn Hausverstand? Weil es in der Schule normalerweise stattfindet, weil Kinder und Jugendliche das in ihrer Entwicklung lernen. Aber das ist halt derzeit nicht passiert. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass kein Kind mehr mit seinen Emotionen umgehen kann. Aber es ist einfach eine Thematik, die präsent ist im Klassenraum. Das Thema Selbstmanagement, Selbstregulation, Affektmanagement, das sind all diese Themen, die Susanne anspricht, die sind natürlich schwer belastet worden, weil hier viele Lernsituationen fehlen. Und auf der anderen Seite, durch das Eingesperrtsein, ja, und nicht entwicklungsadäquat mich expandieren zu können, als Jugendlicher zum Beispiel. Oder dadurch, dass einfach die Lehrer-Schüler-Beziehung sich bei den Jungen gar nicht entwickeln hat können, ja, dass da einfach Defizite da sind, die eben das Selbstmanagement und die Selbstregulation zusätzlich belasten. Und ich habe es nicht lernen können. Also ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung, dass genau das passiert, was du sagst, da kann noch einiges kommen. Und unabsichtlich, glaube ich, wurden auch zu Hause dann durch dieses gemeinsam, wie du schon sagst, alle waren jetzt wieder gemeinsam drinnen. Und ich habe zum Beispiel mit einer Kindergartentante gesprochen, die wirklich die allerliebste ist, wirklich super lieb. Aber die gesagt hat, sie hat sich selber ertappt, zu Hause dann mit Mann, mit beiden Kindern, nicht raus hat gehen können zu ihrem Job. Auf einmal hat sie schon gemerkt, dass sie selber ein bisschen grantiger wurde und das dann halt an ihrer Umgebung auslässt. Und ich glaube, das ist dann auch, nach eineinhalb Jahren nimmt man das natürlich auch auf, wenn man das sieht, so reagiert meine Mama jetzt, obwohl es überhaupt nicht irgendwie jetzt da mit Absicht war oder sonst, aber es ist einfach auch menschliche Natur, dass Erwachsene dann auch eben diese Situation, erstens waren wir auch nicht, wir waren verängstigt am Anfang, waren dem auch nicht gewachsen. Die ganz Kleinen sind ja jetzt nicht wirklich unser Thema heute, die Vorschüler, aber die sind überhaupt nicht gesehen und sehr wohl belastet. Also ich kann jetzt dazu sagen, mein jüngster Patient mit einem Waschzwang ist gerade mal 5,5 Jahre. Ja? Und das ist eine Form der Verarbeitung des medialen und des sonstigen Inputs, den dieses Kind mit 5,5 Jahren natürlich nicht kognitiv in der Form auseinander dividieren kann, wie wir das können oder ältere Kinder können. Also es wirkt, es hat gewirkt, wir müssen uns klar sein, das ist eine schwere psychosoziale, nicht nur physische Belastung Corona und nicht nur rein medizinisch, organmedizinische Belastung, sondern auch eine psychosoziale, schwere Keulen, ein schwerer Keulenschlag für uns alle. Wie könnte man dem jetzt irgendwie entgegenwirken, gegen dieses Zuspitzen? Ich glaube, je früher man das irgendwie jetzt anpackt, desto... Naja, der ideale Raum wäre, so wie Susanne das angesprochen hat, die Schule. Nicht? Die Schule sollte ja Lebensraum sein. Nicht? Ich verbringe so viele Jahre in der Schule, meine beste Tageszeit. Ich habe dort die Möglichkeiten, mich mit den Menschen zu treffen, die wirklich für mich auch interessant sind, wo meine Alterskohorte, wo ich eben all diese Prozesse lernen sollte. Dort müsste man ansetzen. Ja, dort müsste man den Pädagogen einen Stab von psychosozialen Beratern beistellen. Man müsste einen gesamten Plan, Gesamtheitsplan entwickeln. Wie wollen wir für unsere Kinder und Jugendlichen mit dem Thema Corona konstruktiv umgehen? Und das hat eine hohe Wichtigkeit, denn ihr werdet den Karren, den Wirtschaftskarren, aus dem Dreck ziehen müssen, um es ganz salopp zu sagen. Nicht? Und da brauchen wir eine starke Jugend und starke junge Erwachsene, die sich das auch zutrauen. Ja. Nicht? Ja. Stattdessen haben wir sie ins Kinderzimmer gesperrt und vergessen und gesagt, und jetzt soll es wieder funktionieren. Ich glaube, da sind sehr viele große, schwere Fehler begangen worden. Wir gehen kurz in die Pause und sind gleich wieder da.
Ja, in unserer Diskussion haben wir ja schon festgestellt, ja, unsere Kinder, unsere Jugendlichen waren die großen Verlierer dieser Pandemie. Die Situation ist noch nicht überstanden für sie, sondern die wird sich eher zuspitzen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja. Du warst ja Mitautorin der Studie Junger Österreicher 2021. Kannst du mir kurz erklären, worum es da geht und was ist das Fazit? Weil ich glaube, das ist das sehr Interessante, das wir uns wirklich anhören sollten. Wobei unsere Studie schon überholt wurde von den Zahlen, das muss man auch schon dazu sagen, weil die war ja schon im vergangenen Jahr unmittelbar nach ein paar Monaten Corona. Da bin ich angesprochen worden vom Professor Hurelmann, der ja immer in Deutschland die großen Studien macht, junge Deutsche jährlich. Und da war entsprechend Corona, junge Deutsche und Corona, und das wurde ausgeweitet auf junge Österreicher und Corona, und da wurde ich eben mit einbezogen. Und da haben wir damals schon, ja, und da ist uns aber noch viel, und vor allem den Jugendlichen viel bevorgestanden, haben wir damals schon bei mehr als einem Viertel der Jugendlichen gesehen, dass wir hier damit rechnen müssen, dass sie in ein Corona-Loch fallen könnten, dass sie ihre Zukunft beängstigt, dass sie nicht an sich glauben können, dass sie den Kontakt mit sich selbst drohen zu verlieren und psychische Erkrankungen drohen zu bekommen, was dann jetzt letztendlich alles passiert ist. Und wir haben schon damals gesagt, wir müssen die jungen Menschen aufwerten. Es gab ja sehr stark den Trend, auch die jungen Menschen zu dämonisieren, nicht? Wegen euch, weil ihr macht eine Debatte, das war, glaub ich, und ihr seid die Superspreaders und so weiter. Und Wahnsinn. In dieser Studie haben wir festgestellt, und das fand ich unwahrscheinlich, unwahrscheinlich wirklich, was nämlich den Charakter unserer Jugend betrifft. Wir haben festgestellt, dass da zum damaligen Zeitpunkt sich nicht einmal 10% selbst als gefährdet, wir hatten ja einen anderen Wissensstand damals, ja, gefährdet erlebt haben, sondern sie haben das Gefühl gehabt, naja, ich kriege das eh nicht, ich bin eh immun, oder ich kriege vielleicht ein bisschen Grippe. Ja. Aber wir haben festgestellt, dass zum damaligen Zeitpunkt mehr als 80% bereit waren, alle Maßnahmen mitzutragen. Ja, das muss man sich herholen. Ja. Und das waren, und sie waren jene, die, da durften alle anderen noch draußen sein, die schon im Kinderzimmer, wie gesagt, hinterm Monitor sitzen mussten. Ja, den Monitor, wo man vorher gesagt hat, du darfst nicht spielen, auf einmal hat man gesagt, du musst den ganzen Tag dort sein. Das nebenher noch, das muss man auch noch sagen. Also hier hat man gesehen, dass unsere Jugend eine hohe ethische Reife hat und eine Dedication, wenn man sagt, ein Commitment gegenüber der Gesamtgesellschaft hat. Ja, also das war wirklich beeindruckend. Man stellen Sie sich vor, da gibt es etwas, wo Sie sagen, also für mich ist das nicht gefährlich. Ich glaube nicht, dass mich das je treffen wird. Für andere schon. Und ich müsste jetzt wirklich grobe Einschränkungen auf mich nehmen in meiner Bedürfnislandschaft, damit die anderen weniger gefährdet sind. Und das machen sie, das sind sie bereit. Also es ist hochverantwortungsvoll, diese Jugend, die wir hier haben. Und ja, und trotzdem lassen wir sie allein. Weil wenn du schaust, und ich habe die Bertelsmann-Studie hier mitgebracht, dann ist es doch interessant, dass dann in Wirklichkeit sagen uns nur 1,2% auf die Frage, ob die Sorgen von jungen Menschen von der Politik gehört und verstanden werden, da sagen uns nur 1,2%, dem Satz kann ich zustimmen. Ja? Und 6,5% sagen, naja, ich stimme dem eher auch zu. Ja, das sind 7,7%. Und jetzt frage ich mich, was ist mit den 92,3 anderen Prozent? Die fühlen sich augenscheinlich alle nicht gehört, obwohl sie so gesellschaftlich verantwortlich sind. Ja? Und das gesagt, unsere Studie, wir haben dann, sind wie gesagt überholt worden von den Zahlen. Die Bertelsmann-Studie zeigt, dass 40% Angst vor der Zukunft haben, 33% sich einsam fühlen, 40% sagen, mir geht es schlecht. Ja, das muss man sich herholen. Ja? Also nur 7,9% der jungen Menschen sagen, ich fühle mich wohl in der Bertelsmann-Studie. Das ist eigentlich unwahrscheinlich. Also da muss man was tun. Ja. Hast du das Gefühl auch, oder
sind da eher so, denkst du, diese also Fragen stimmen? Also ich eine neue Studie, nicht mit der Donau-Uni Krems. Genau. Ist das in der Realität wirklich, spiegelt sich das so hin? Ja, also gerade in der Covid-19-Pandemie habe ich das Gefühl, einfach oft, also natürlich am Anfang ist immer an die Älteren gedacht worden, weil gerade von Covid waren ja anfangs die Älteren betroffen, die waren die, die auf die Intensivstationen gelegen waren. Sind. Die Jugendlichen haben sie zwar einschränken müssen, zu Hause bleiben und haben quasi die Älteren geschützt, indem dass sie sich selbst zurückgenommen haben. Aber sie waren nie der zentrale Punkt der Gefahr von dieser Pandemie. Mittlerweile war es natürlich durch Mutationen. Jugendliche liegen auch auf der Intensivstation, deswegen ist ja auch so wichtig, ist, dass sie beispielsweise Jugendliche auch impfen lassen. Aber für uns ist wichtig, wir Jugendliche haben die letzten 1,5 Jahre zurückgestreckt zum Schutz der anderen. Eben in dieser Studie war, dass 80% gesagt haben, ich nehme mich selbst zurück, um meine Großeltern, um meine Eltern zu schützen, weil es meine Verantwortung ist. Jetzt ist aber der Punkt, wo uns was Gewisses zurückgegeben werden muss. Man weiß, dass diese psychische Belastung da ist und dementsprechend braucht es die Hilfe, die wir uns verdient haben. Wieso sollte man Jugendlichen nicht die nötige Unterstützung geben, wenn man doch definitiv weiß, dass sie sie brauchen? Die Donau-Uni in Krems hat ja im Frühjahr eine Studie dazu gemacht zu Jugendlichen bzw. Schülerinnen und Schülern während der Covid-19-Pandemie, wo herausgekommen ist, dass rund 56% depressive Symptomatiken haben und alleine die Hälfte Angstzustände. Ja. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, was für immense Masse an Schülerinnen und Schülern das ist, denen es da gerade einfach nicht gut geht damit. Und wir arbeiten da gerade auch wieder mit der Donau-Uni Krems zusammen aus Bundesschülerinnenvertretung und machen da Vergleichsstudie, weil es oft jetzt im Raum steht, ja, jetzt war eh Sommer, jetzt waren die Maßnahmen auch wieder locker, ihr habt wieder fortgehen können, ihr habt normal wieder in die Schule gehen können, jetzt geht es euch doch eh wieder alle gut. Stimmt nicht, die Psyche reagiert oft später und mit einem neuen Schuljahr starten natürlich auch wieder diese Drucksituationen. Es stehen Schularbeiten an, Tests, man weiß, dass man 1,5 Jahre nicht zu Hause war. Ich bin selbst im Matura-Jahr, das heißt, ich maturiere hoffentlich im Mai nächsten Jahr. Und ich glaube, Matura-Jahr bzw. Abschlussjahr ist für jede Schülerin und für jeden Schüler eine gewisse Belastung. Wenn du aber dann im Hintergrund hast, naja, ich war die letzten 1,5 Jahre daheim, ich habe nicht den Unterricht genossen, den man normalerweise hat, ist es einfach eine unglaubliche zusätzliche Belastung. Einfach alleine dieses Wissen. Und da ist einfach wichtig, dass man jetzt in der Schule eingreift und die Möglichkeiten zur Unterstützung trifft. Und was würdest du dir jetzt konkret wünschen? Ich weiß, dass du ja einer der Verfechter warst, der sagt, Sommerschule sollte auch in allen anderen Ferien auf jeden Fall weiter gemacht werden. Finde ich total toll, dass du da diesen Vorschlag hast. Ja, genau. Wäre halt schon mal ein Anfang. Aber was wäre noch so? Weil das ist ja auch wieder wahrscheinlich nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Und dann natürlich, die Schüler brauchen ja genauso auch Ferien, wo man wirklich einmal dann abschalten, wieder in ein neues Umfeld kann, dann ist man zwar vielleicht auch wieder mit seinen Eltern, aber irgendwo anders vielleicht. Die Eltern sind entspannter, das braucht man genauso, also ist auch sehr wichtig. Also was wären dann noch so Sachen, wo du sagst, also das bräuchte man? Grundsätzlich sind für mich zwei Punkte sehr essentiell. Einerseits eh diese psychologische Unterstützung, um einfach Dinge aufarbeiten zu können. Und wie wird das ausschauen konkret? Weil es ist ja auch immer noch, wir sind typisch Österreicher, aber überhaupt generell dieses Stigma zum Psychologen gehen oder irgendwie ist nicht so cool, ne? Wie könnte man das irgendwie? Erstens einmal würde ich da jetzt wirklich gerne was ganz Böses sagen, weil die Zahlen, die Susanne gerade genannt hat von der Donau-Uni Krems, jetzt lasse ich einmal ganz böse das persönliche Leiden, das hinter diesen Zahlen steht. Ja, denn depressiv zu sein ist nicht lustig als Jugendlicher. Ja, Angst zu haben, Ängste zu haben, ist nicht lustig. Ängste mit dem Alter. Ganz und gar nicht. Ja, ist eine unwahrscheinlich schlimme Erfahrung. Ich habe so viele junge Menschen bei mir gerade eben wegen entsprechend aufgepoppten Depressionen und Ängsten. Aber ich lasse das mal beiseite, das persönliche Leiden. Das bedeutet eine unwahrscheinliche Potenzialeinschränkung. Ja? Bitte, Politik, hör her. Eine unwahrscheinliche Potenzialeinschränkung in unserer leistungsstarken Zukunftsgeneration, die sich jede Couleur wünscht. Ja? Und hier muss man ganz einfach auch aus volkswirtschaftlichen Überlegungen heraus
in die Tasche greifen und sagen, wir brauchen jetzt Maßnahmen. Das, was die Susanne formuliert, wir brauchen Maßnahmen, wir brauchen niederschwellige Maßnahmen, weil, so wie du gesagt hast, nicht zum Psychologen gehen, wir sind Österreicher, Jösses, na, bist beschädigt. So, ja? Genau, ja. Niederschwellig. Wieder niederschwellig. Es müsste ein gesamter Plan für Österreichs Schulen als eben Drehscheibe dieses Themas entwickelt werden, wo man dann sagt, so, okay, man geht in jede Schule hinein, und man erarbeitet auf dieser Ebene, man hat einen Plan, man spricht das in allen Klassen an und durch, erarbeitet das auch gruppendynamisch, die Kohäsion und die Gemeinschaft wieder. Und dann wird es auch leichter für jene, die wirklich erkrankt sind, sich zu öffnen, um sie dann wirklich einer psychotherapeutischen Betreuung zuzuführen. Ja, das wäre in Wirklichkeit ein Aufarbeitungsplan. Ja. Obwohl wir wissen halt wieder, wenn man so ein Programm ausrollt, das dauert wieder bis nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und da ist es viel zu spät. Ja. Man muss es nicht, sozusagen, man muss das Eier nicht erfinden erst. Diese Eier sind ja gelegt. Dass, wie man Krisenintervention aufsetzt, ist ein vergleichsweise alter Hut. Man muss es nur wollen. Ja? Man muss es nur wollen und man muss es nur beauftragen. Ja, und da ist ja gerade für uns der Punkt Niederschwelligkeit. Also Niederschwelligkeit ist für uns dieser Schlüsselpunkt in dieser ganzen Thematik. Ja. Einfach, dass man als Schülerin oder Schüler weiß, an wen kann ich mich wenden. Auch, dass diese Entstigmatisierung im Klassenzimmer stattfindet. Mhm. Es ist einfach dieses mit, ja, wenn es mir schlecht geht, sprich ich es nicht an. Weil dann können das ja andere verurteilen oder glauben, ich will Aufmerksamkeit. Ja. Stimmt nicht. Wenn es einem nicht gut geht, hat man sich Hilfe verdient und muss das auch offen und ehrlich sagen können. Und da muss der Raum geschaffen werden, dass man in der Klasse drüber redet, dass man in der Klasse weiß, okay, wo kann ich hingehen? Gerade in der Klasse, so die Gruppendynamik, also das wird alles von diesem Sozialen oder von diesem Psychischen beeinflusst. Und das geht dann wieder weiter auf das Lernumfeld. Also das nimmt auf das ganze Schulleben Einfluss. Und da bräuchte man jetzt sozusagen einen Slogan, wie Corona hat uns alle belastet, sprechen wir darüber, zum Beispiel. Ja, ich glaube, Kommunikation ist eigentlich eh der Punkt. Das zu plakatieren, das zu leben. Nur kurz unterbrechen, wir gehen schnell in die Pause und sind gleich wieder da. Wir hätten ja schon einige Ideen, eigentlich so schwer wäre es auch nicht, gell? Einen coolen Slogan, den die Teens anspricht. Ja. Dann eine Stunde vielleicht am Tag in der Schule Zeit nehmen, wo man einfach wirklich gemütlich zusammenkommt, nicht in einer steifen Atmosphäre und da einfach einmal jeder oder vielleicht auch irgendwie initial eine Geschichte erzählt wird vom Lehrer und da man dann diskutiert und man sich vielleicht identifiziert und einmal ein bisschen sich einfach ausredet. Ich glaube, Ausreden ist eigentlich das Wichtigste. Oder? Thematisch, diesen thematischen Schwerpunkt, so wie vorher gesagt hat, Corona hat uns alle belastet, um das Stigma aufzuheben, sprechen wir drüber, reden wir drüber. Einfach als, sag ich mal, als Branding für diese Aktion. Wir hatten mal psychosoziale Moderatoren, Sozialmoderatoren in der Schule installiert. Das waren eben ausgebildete psychosoziale Berater, meistens im Background Lehrer und Pädagogen, unterschiedlich der Provenienz. Und die haben wir nach einer bestimmten Schulgröße eben installiert mit entsprechenden Wochenstunden. Und die hatten damals den Auftrag, es war lang vor Corona, sozusagen für all diese psychosozialen Themen, die in der Schule auftreten könnten, als Schnittstellen und Brückenpersonen da zu sein. Und so etwas könnte ich mir gut vorstellen, weil man kann das bitte nicht wieder den Pädagogen umhängen. Die sind unwahrscheinlich, was die geleistet haben und was die leisten. Ja. Allein das ganze Testmanagement, muss man sagen. Allein die ganze veränderte Atmosphäre in der Klasse und da noch einen Unterricht weiterzubringen. Das ganze Homeschooling, also Unwahrscheinliches, was diese Berufsgruppe auch geleistet hat für unsere Kinder, für unsere Gesellschaftszukunft. Aber hier müsste man eben meines Erachtens wirklich ausgebildete psychosoziale Berater, die einfach in der Kommunikationstheorie auch geschult sind, in die Schule bringen, die diese Prozesse anregen. Und dann könnte sich wirklich viel tun, glaube ich. Das wäre also so kompliziert wäre es ja nicht. Habt ihr schon mit Politik irgendwie gesprochen?
dass da irgendwie was in die Richtung passieren soll, muss? Wir haben 4 Schwerpunkte als Bundesschülerinnenvertretung und einer davon ist psychische Gesundheit. Wir machen unsere Kampagne zur psychische Gesundheit. Mhm. Wie gesagt haben, die Zahlen und wenn man ins Klassenzimmer reinschaut, ist ausschlaggebend genug, dass man weiß, okay, die Thematik gehört behandelt. Ja. Und wir haben da Forderungen, beispielsweise auch den Ausbau von Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer. Weil da kann man nämlich direkt ansetzen, Lehrpersonen sind an der Schule, also da braucht man immer extra herschaffen. Und zu Lehrerinnen und Lehrer haben ja Schülerinnen und Schüler direkt die Verbindung. Die kennen diese Personen meistens schon über längere Jahre, wenn man schon länger in der Schule ist. Und da sind wir dann auch wieder bei diesem Punkt von der Niederschwelligkeit, einfach weil man leichter zu einer Lehrperson geht und sagt, das geht einem nicht gut, wie dass man irgendwo anruft. Und Lehrpersonen können da die zentrale Rolle spielen mit dem Weiterleiten, Weitergeben, okay. An wen muss sie die Schülerin oder den Schüler wenden, an wen kann ich sie weiterleiten, beispielsweise auch Gespräche mit den Eltern führen und die Eltern aufklären. Viele Jugendliche und Kinder trauen sich über ihre Probleme nicht mit den Eltern reden. Das einfach weil sie ja Angst haben vor der Reaktion. Ja. Wie reagieren meine Eltern? Haben sie Verständnis dafür oder glauben sie mit, ich will nicht in die Schule gehen, ich kann nicht umgehen mit der Situation. Aber wie denn auch umgehen mit so einer Situation, wenn man es davor noch nie gelernt hat, das ist ja diese Situation, dass man von einem Tag auf den anderen zu Hause ist, ist ja wirklich so gewesen. Ja. Wir waren auf einmal zu Hause, es hat keine Vorbereitungszeit dafür gegeben. Wir haben nicht gewusst, okay, in den nächsten 2 Wochen ist dann langsam der Umstieg und dann sind wir für 3 Monate im Distance Learning, sondern es war, ja, ab Montag wird es dann vom Laptop unterrichtet. Ja, ja. Und was am Anfang halt nicht geklungen hat, wenn man sich gedacht hat, ja, okay, gehe ich mal kurz nicht in die Schule, habe ich quasi ein bisschen länger Ferien, ja, ist halt dann spätestens nach einem Monat, hat jeder gesagt, bitte kann ich wieder zurück, ich will nicht mehr. Das ist eigentlich schon, oder? Die Schüler wollen wieder alle zurück. Gell? Ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler sagen, sie wollen wieder in die Schule, hasst schon was, weil oft trotzdem mit, für was gehe ich in die Schule, freut mich nicht. Und ganz, also ich glaube, die meisten von uns ist wieder bewusst worden, wie wertvoll es ist, dass wir die Möglichkeit haben, in einem Klassenzimmer zu sitzen, gemeinsam mit Mitschülerinnen und Schülern. Ich glaube, der Wert von der Bildung, was wir da eigentlich haben, ist wieder vielmehr in dieses Bewusstsein kommen, einfach weil diese Möglichkeit unglaublich wertvoll ist. Schule wird oft einfach nur reduziert auf, ja, erst dieses Akademische mit, ja, lernst du halt Mathe, Deutsch, Englisch, schaust, dass du deine Matura bekommst, Lehrabschlussprüfung, was auch immer, damit du dann die beruflich und in die Zukunft weiter bewegen kannst. Aber dass es viel, viel mehr ist, wie dass du die Inhalte aus dem Lernbuch lernst, wird halt oft vergessen. Es besteht einfach aus so, so viel mehr und der Fokus muss meines Erachtens auch darauf gelegt werden, was passiert neben diesen klassischen Lernbuchinhalten? Mhm. Psychische Gesundheit, soziale Entwicklung, Interaktion mit anderen. Ja. Sich dieses Ausdrücken können, all diese Sachen, die man lernt. Und man weiß, Kinder und Jugendliche haben immer mehr Probleme damit, dass sie beispielsweise einfach wo anrufen, mit einer Person reden, nicht nur über WhatsApp schreiben, dass sie wieder in größere Gruppen sind. Gerade Volksschulkinder, wenn die nie in der ersten Klasse Volksschule waren, weil es von Anfang an ein Distance Learning waren und dann jetzt auf einmal müssen sie wieder mit 25 Leuten in der Klasse sitzen. Mhm. Ungewohnt, davor habe ich immer Maske aufgehabt, auf einmal kommt man wieder nahe. Ja. Das ist ja auch was, was ich lernen muss, dass ich gewisse Privatsphäre habe, dass man wieder nahe kommt, was mag ich, was mag ich nicht. Was ist jetzt, Und alleine dieses Unwohlsein oder nicht ganz wissen, wie gehe ich mit dem erzeugt dann wieder in der Klasse dieses Lernklima, was nicht sein sollte. Also nicht dieses Schule muss ein Ort zum Wohlfühlen sein. Ich kann mich nur ideal entwickeln und meine Potenziale entfachen, wenn ich mich ja wohlfühle in dem, also dort, wo ich mich befinde. Und ich glaube, dieses Unwohlsein war und ist ja teilweise nur ein Problem. Das war ja das Ungewohnte, wenn man am Anfang im Klassenraum gesessen ist mit Maske. Man, es ist verständlich und das sage ich immer. Das Wichtigste ist trotzdem auch der Schutz von uns. Natürlich plädieren wir auf Präsenzunterricht, aber es bringt keinen Präsenzunterricht was, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht trotzdem geschützt sind. Und dementsprechend ist ja die Maskenpflicht damals relativ positiv, also positiv ist relativ, aber angenommen worden, weil es eine Möglichkeit für den Präsenzunterricht war. Aber ich muss sagen, es war für mich auch ein Grund, wie ich mit meiner Klasse im Klassenraum gesessen bin und jeder hat die Maske aufgehabt. Wenn du keine Mimik siehst, keinen Ausdruck. Ja, ganz ungewohnt. Ist ganz anders, ja. Sie hat auch einen sehr guten Punkt jetzt angesprochen, dieses Unwohlsein. Und ich glaube, das ist auch so, eine Katze beißt dich in den Schwanz, wo du nicht rauskommst, oder? Ich glaube, es hat angefangen, also wenn ich jetzt der Jugendliche wäre, schon lange her, aber würde ich mich jetzt erstens einmal dieses wie irgendwie Sündenbock irgendwie hingestellt worden während der Pandemie, das, also ihr seid die Superspreader, jetzt bleibt es mal zu Hause und das. Dann kommen ja all diese, man ist dann viel zu Hause, man ist viel auf Social Media,
Da gibt es diese verschiedenen Influenzen jetzt da, ob man sich dann entweder zu dick fühlt, als wie jemand, der da ist, dass man dann irgendwelche Essstörungen, in 1,5 Jahren entwickelt man viel. Ob es jetzt Essstörungen sind, was auch immer, ob dann nicht vielleicht auch irgendwie Mobbing, weil, sind wir ganz ehrlich, ich habe aber Kilos zugelegt, wird vielleicht bei vielen Schülern auch passiert sein, wo dann auch mit Schülern irgendwie... Ängste, dann genau. Kommen soziale Phobien, genau. Dann kommt das dazu... Ich kann den anderen nicht mehr einschätzen, wenn er eine Maske genau. trägt. Ich kann ihn ja. nicht mehr lesen. Ja. Und das ist natürlich alles, möchte ich sagen, sogar antibiologisch. Ja. Weil, wie der Aristoteles schon gesagt hat, Anthropozoon Politikon est, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Ja. Wir sind bis hinein in unsere Neurotransmitter-Chemie mhm. aufgebaut auf ein Gegenüber. Gegenüber ja? Und wenn uns das fehlt... Ja. Dann kommt unsere eigene Identität ins Schwimmen. Und das ist natürlich für den Heranwachsenden, der Identität erst aufbaut ja, und der eben all diese sozialen Prozesse braucht, auch zum Teil, um sich zu adjustieren, um sich zu reiben, um sich auch Dinge abzuschauen. Und plötzlich depraviert man ihn, nimmt man ihm das alles weg. Das ist natürlich ein ganz ein starker Angriff auf die Identitätsbildung. Ja, und darum geht es uns ja so als Kindern und Jugendlichen. Und darum müssen wir unbedingt hinschauen, weil wir brauchen starke Zukunftsidentitäten. Denn die Zukunft, das wissen wir, hat große Herausforderungen, die eben diese Generation wird lösen müssen. Klima etc. etc. braucht man hier nur sagen. Globale Problemstellungen, nicht mehr lokale nur. Wie können jetzt, so zum Abschluss würde ich noch gerne fragen, wie können die Eltern irgendwie da vielleicht einen Weg finden, wenn man bemerkt, okay, mein Kind zieht sich immer mehr zurück? Frage ich dich einmal, wie würdest du dir jetzt wünschen, dass deine Eltern das irgendwie ansprechen, sodass du jetzt nicht sofort abblockst, sondern mal irgendwie auch diesen diesen Diskussion anfängst? Was wäre da irgendwie ein guter Weg? Gib uns einen Tipp als Eltern. Ich glaube, einen idealen Weg gibt es, also ich glaube, es gibt keinen, das ist der Weg. Ja. Einfach die Psyche ist was ganz Sensibles und auch Unterschiedliches. Mhm. Jedes Kind, jede Schülerin, jeder Schüler verhalten sich anders. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt bei dem ist einfach diese Sensibilität zu wissen, einfach vorsichtig herantasten, weil er dann oft eine Gegenreaktion ist, okay, ich block ab gegenüber meinen Eltern, ich will nicht über meine Probleme reden. Natürlich, wenn man über seine Probleme redet, ist halt auch eine gewisse Thematisierung da, was halt auch nicht leicht ist. Darüber reden klingt leicht, aber ist es nicht immer. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass da dieses Verständnis an den Tag gelegt wird, auch ein Verständnis, dass man vielleicht nicht mit den Eltern darüber reden will, aber da spielen Eltern, wie ich vorher auch gesagt habe, die Lehrpersonen einfach auch oft die Rolle als Überleitung an jemanden, mit dem man reden kann. Man will nicht immer mit den Eltern reden. Natürlich teilweise schon, aber einfach, dass sie die Unterstützung geben und auch das Gefühl, du kannst zu uns kommen und wir sind für dich da. Dieses Gefühl zu wissen, es ist jemand da für mich, ich bin nicht alleine. Das ist unglaublich wichtig. Okay. Also wirklich nur... dass ich bin da und ja, ist mit der wohlsamen Methode. Ich glaube, dieses Gefühl von alleine sein, Selbstisolation, wirklich auf sich selbst gestellt sein, das ist eine präsente Problematik gewesen. Dieses, ich sitze alleine in meinem Zimmer und ich habe nur mit mir selbst und das löst ganz, ganz viel aus in einem selbst. Auf jeden Fall, ja. Hast du noch zum Schluss für die Eltern, die zusehen? Ja, wir haben ja Webinare für Eltern und Pädagogen gemacht jetzt in der Corona-Zeit und das war auch sehr berührend, weil da war innerhalb von 2 Tagen haben sie über 650 Leute zum Beispiel angemeldet. Also schon, also da hat man den Bedarf gesehen, darum sage ich es nur. Und Eltern haben natürlich den Finger am Puls bei ihrem Kind und wenn ich gröbere Veränderungen sehe an meinem Kind, dann muss ich natürlich individuell Rat und Unterstützung suchen. Umso früher, umso besser. Aber ich sehe die zweite Ebene des Elternseins auch noch als Bürgersein. Und als Bürgersein von schulpflichtigen Kindern zum Beispiel muss ich fordern von der Politik. Ja. Kann nicht alles ans Elternhaus delegiert werden. Wenn dein Kind Probleme hat, dann musst du halt zum Therapeuten mit ihm gehen. Ja. Sondern es muss hier auch strukturell Veränderungen geben. Und das ist sozusagen der Bürger, der hier aufgerufen ist, diese Veränderungen von der Politik stellvertretend auch für seine Kinder oder mit seinen Kindern und jungen Jugendlichen zu fordern. So würde ich es sehen. Ja. Also wie man sieht, es ist sehr viel zu tun. Rasch muss was getan werden, denn unsere Kinder, unsere Jugend ist uns einfach sehr, sehr wichtig. Es ist die Zukunft für uns alle. Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.